So, wir sind on Video und diesmal bei einer Zwischenbike-Präsentation von meinem Conway, von meinem Fully. Es ist WME 627, wir haben es euch ja schon vorgestellt und das haben wir jetzt seit Februar, Mitte Februar, so Ende Februar. Gut Ding 2 Monate, hat jetzt ungefähr 1500 Kilometer um. Höhenmeter kann ich es nicht ganz genau sagen, ist echt schwarze Mutter, hat jetzt ein bisschen geschattelt auch schon. Auf jeden Fall muss ich sagen, bis jetzt einwandfrei. Also es funktioniert super, überhaupt keine Probleme gehabt. Was haben wir verändert? Und Anführungszeichen nur den Vorderreifen gewechselt. Kommst du ein bisschen her? Und dann kannst du nicht sagen. Also wir haben vorne jetzt den Maxis oben, der Minion. Genau. Den sieht man von der Seite gar nicht. Die Straße haben wir oben. Ja, aber so. So sieht man es besser. Ja. Genau, es ist der Minion. Downhill Front. Mit der Max Terra, es ist eh alles beschrieben, was oben ist. Und von den her einen super Grip-Reifen fahren. 2,6, gell? Genau. Hinten immer noch Standard der Nobi Nick. Und was mich jetzt verwundert, jetzt gehe ich wieder da rum, dass der Reifen so gut noch herhält. Wir sind zwar von Schwalbe gespannt, seit jedoch die Rear sind noch nicht gekommen. Jetzt habe ich gesagt, lasse ich derweil an den Nobi Nick oben. War bis jetzt nicht so der Schwalbe-Fan, aber also. Er hebt noch her. Wird natürlich jetzt, wenn die Rear kommen, sofort tauscht. Natürlich merkt man den Grip, aber in Relation wird es echt nur so viel Hype. Vom Bike selber stimmig abgestimmt, stimmig ausgestattet vor die Komponenten. Darf jetzt da echt nicht klagen, gerade in der Preisklasse. Wirklich ein Wahnsinn. Die Gabel, diese Lyric, er funktioniert wie Butter. Ebenso der Dämpfer, das ganze Bike ist ein Bügeleisen. Und die DT Swiss Felgen sind leicht. Natürlich haben wir so ein bisschen schauen, sie sind, wenn man es Haut dran nimmt, man merkt schon ein bisschen, gell? Sie kriegen schon mal eine Delle und sowas, ist schon klar. Aber bleibt in dem Sport ja nicht aus, aber treten sie echt wahnsinnig gut bergauf. Und dafür Langstrecken, du fährst mit dem Bike, gell? Wenn es einmal so 30, 40 Kilometer zum Antreten sind, einfach überhaupt kein Problem, du rollst einfach dahin, eine super Sache. Wichtig bei den neuen Bikes ist immer, wenn die Bikes kommen und das baut sich zusammen oder so, dann kriegst du die, immer Schrauben checken. Gerade am Anfang, die werden mit der Zeit noch locker, wenn es neu ist. Beziehungsweise Schrauben raus und mir gemacht, Schraubenkleber rein und dann wieder zu und dann hebt es. Das immer schauen. Gerade bei so einem Fully, wenn es hart dran wird, ist es so. Ja, ansonsten gibt es bis jetzt nicht viel zum sagen. Wir sind super zufrieden. Hoffen, dass das auch so bleibt jetzt die Saison, dass das alles läuft. Und kann ich nur empfehlen, wenn ihr eine Möglichkeit habt, probiert die Bikes einmal. Mir taugen es voll, gerade 27,5, ein super wendiges Radl. Ich bin 1,85 fahre in L, wie gesagt, und fährt sie total verspült. Und wie gesagt, auf Langstrecken, aber sehr spurtreu und Bügeleisen-Style. Es fährt einfach drüber durch die Elemente, also traummäßig abgestimmt. Hat mich gefreut, dass ihr es kurz angeschaut habt, das Video. Wenn ihr Kommentare habt oder irgendwelche Fragen zum Bikes oder Bike-Hacks etc. Ihr werdet vielleicht fragen, warum ist da der Riemen oben? Da ist ein Spanngurt vom Baumarkt. Ganz eine einfache Sache, halt 2 Tonnen aus. Kommt um die Gabel, dann spannt die Gabel runter bergauf. Wenn die Gabel dann runter gespannt ist, ist sie härter, federt nicht mehr und die Geometrie verändert sich zum Gunsten im Uphill. Gibt ein Dual Position System auch und Fuchs weiß noch, ob es noch was hat, aber Zeilung hat es das gegeben zum Absenken. Dadurch kann man steile Uphill fahren, ohne dass das Vorderrad steigt. Und da unten ist die Systematik vom Hockeybike. Ich drehe es kurz um. Da sieht man diese Öse. Das wird dann hinten am Rucksack eingehängt, genau. Und wer dieses nicht braucht, der kann es bei Conway Storage System eintun, da ist vorne ein Schraubentrick, macht man auf, genau. Und das ist dann eigentlich so ein kleiner Kofferraum oder Kugelraum, wo man das dann aufsetzt. Ja, man sieht aber auch da, es hat schon Schmatzer oben überall, da am Rahmen und so und hinten, ist wirklich, es ist dran genommen worden, ich verschönere das gar nicht, ich schenke der Kisten absolut null, so soll es auch sein. Also ich gebe ihm wirklich volle. Ich selber habe knapp 90 Kilo mit dem Rucksack, dann 100 und es wird voll Marie gefahren, also ich gebe überhaupt null Chance, sie zum Erholen. Und wie gesagt, ich kann wirklich nur sagen, bis jetzt null Probleme. Und ich habe das eine gefahren, das ist das erste von Conway, dieses 827, wie das geheißen hat. Das erste Enduro halt, ein Carbon, fast 2,5 Jahre jetzt dann, mit 400 irgendwas 1000 Höhenmeter, das war unzerstörbar damals. Also die machen ihren Job schon sehr, sehr gut, da darf man nicht jammern. Ja, das war es jetzt wirklich gewesen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Tipps habt an uns oder Fragen habt bezüglich Bike, nicht nur den, auch andere,
und so, schreibt es auch drunter. Wie es mit Lieferstatus ausschaut für die Bikes, ich weiß es derzeit nicht. Es ist ja dieses Jahr 2021, ja sehr extrem war mit Corona etc., Lieferverzögerung. Das muss man noch abwarten, aber da kann kein Hersteller von A bis Z was dafür, dass so ist. Gut, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.